In diesem Video ist es mein Ziel, dir so anschaulich und strukturiert wie möglich in 4 Tipps bzw. Schritten zu zeigen, wie du eine perfekte, saubere, stabile Kniebeuge als Anfänger in so kurzer Zeit wie möglich perfektionierst. Und ich zeige dir hierbei die häufigsten Fehler auf und wie du diese vermeidest. Fehler Nummer 1, den wir erstmal klarstellen müssen: Viele steigen nicht mit der Kniebeuge ein. Das heißt, sie sind es gewohnt, von der Beinpresse oder so mehr Gewicht zu bewegen. Jeder kann 100 Kilo auf der Beinpresse bewegen. Und sie gehen davon aus, wenn sie jetzt an die Kniebeuge gehen, dass sie eben mit ähnlichen Gewichten einsteigen oder trainieren könnten. Und das ist oftmals ein großer Fehler, denn das hindert diese Leute daran, eine wirklich gute Technik von vornherein, eine gute Technik bei der Kniebeuge zu lernen, weil sie den Großteil der ROM umgehen, versuchen im oberen Teil der Bewegung zu bleiben, destabile Hüfte, destabile Knie, destabile Schulterfunktion, einfach eine scheiß Kniebeuge. Das heißt, Fehler Nummer 1 ist, das Ego von anderen Übungen mit in die Übung reinzunehmen. Der schnellste Weg, eine Kniebeuge zu lernen, ist wirklich das Ego wegzulassen, die Gewichte wegzulassen. Also ich hoffe, dass du dich darauf jetzt auch einlassen kannst, weil das ist der schnellste Weg und nur so funktioniert es. Und du wirst in no time, wirst du viel, viel, viel mehr beugen können. Tipp Nummer 1, wo viele, ich weiß nicht, ob die blöd sind, aber wo viele einfach schon scheitern, ist, bevor wir anfangen mit Kniebeugen und Gewicht, möchte ich, dass du sicherstellst, dass du überhaupt in eine Kniebeugeposition reinkommst. Viele versuchen, mit Gewicht zu kniebeugen und können sich nicht mal mehr ohne Gewicht in einer Hocke halten und stabilisieren. Wie soll das denn mit Gewicht funktionieren? Also ich meine, es gibt eine Ausnahme, wenn es so kurz davor ist, kann dir Gewicht dabei helfen, dein Gleichgewicht zu finden. Aber wenn du nicht in eine Kniebeugeposition reinkommst, wie willst du da mit Gewicht reinbeugen können? Das heißt, Punkt Nummer 1, stell sicher, dass du, wenn deine Füße ungefähr Hüft- bis Schulterbreit breiter Stand leicht nach außen rotiert, wenn du so stehst, dass du mit neutralem und geradem Rücken runterkommst in eine Kniebeugeposition und dass nicht dein Fußgelenk blockiert, deine Knie, deine Hüfte blockiert, dein Rücken voreinrundet oder sonstiges. Wenn du das nicht hinbekommst, das heißt, dein Rücken rundet ein oder du bekommst deine Hüfte nicht unterhalb deiner Knie oder du knickst, die Fersen gehen direkt hoch, das ist nicht schlimm, daran kann man arbeiten, aber das Resultat daraus darf jetzt nicht sein, dass du sagst, ja gut, dann beuge ich eben nur bis dahin, wo ich komme. Das ist halt nicht the way to go. Da kannst du auch Beinpresse machen. Daran müssen wir arbeiten. Das musste ich früher auch. Das ist halt einfach ein Prozess als Anfänger, dass du erstmal klarstellst, dass du die Bewegung auch ausführen kannst. Und das machen wir wie folgt. Suchst dir jetzt ein Rack, stellst dich wieder hin, Hüft- bis Schulterbreit und versuchst, so tief zu kommen, wie du kannst, mit neutralem Rücken, mit geradem Rücken und versuchst jetzt einfach in die Dehnung reinzugehen. Das heißt, die Hüfte aufzumachen, wenn du merkst, es zieht. Du versuchst einfach, deinen Körper einfach nur in diese Position zu bringen, wo du merkst, dein Schwerpunkt ist über deinen Füßen und du kannst mit neutralem Rücken in dieser Kniebeugeposition unten drinnen sitzen, ohne dass du umkippst oder sonstiges. Und erst wenn der Punkt erreicht ist, machen wir mit dem nächsten weiter. Du kannst weiterhin dein Beintraining durchführen in irgendeiner Form, aber bei der Kniebeuge versuchst du einfach über Reps und Wiederholungen und Übungen dich unten reinzudehnen und in diese Position zu kommen. Was dir außerdem helfen kann, das siehst du ja zum Beispiel bei mir, ich benutze Keilabsatzschuhe, dass du dir kleine Gewichte unter die Fersen legst und dir einfach etwas mehr Beweglichkeit im Fußgelenk erkaufst, über zum Beispiel diese kleinen Gewichte oder langfristig, wenn du das wirklich langfristig so betreiben möchtest, über zum Beispiel Kniebeuge oder Gewichtheberschuhe mit Keilabsatz. Das ermöglicht es dir, schneller in diese Position zu kommen und das spricht auch absolut nichts gegen, sofern du jetzt nicht hunderte von Kilos beugst, also 170, 180, da wird es dann langsam ein bisschen, also mit Scheiben würde ich dann nicht mehr trainieren. Das heißt, guck, dass du auf jeden Fall in eine Kniebeugeposition kommst, entweder mit flachen Füßen oder mit kleinen Gewichtsscheiben unter den Fersen oder eben mit Keilabsatzschuhen bei neutralem Rumpf. Und wenn der Punkt sichergestellt ist, kommen wir zum nächsten. Kurzes Announcement von unserem heutigen Sponsor, Athletic Aesthetics. Du suchst geile Sportkleidung? Dann ist jetzt deine Chance, denn wir haben für 5 Tage die Kauf 4, Zahl 3 Aktion. Es gibt ab 4 Artikeln 25% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. Also schlag zu. Okay, nächster Schritt ist Rumpfkontrolle und Hüftkontrolle. Für einen sauberen, schweren Squat ist es wichtig, dass du verstehst, dass du mehrere Möglichkeiten hast, dein Becken zu kontrollieren. Und du musst in der Lage sein, deine Hüfte unabhängig von deinem Rumpf zu bewegen. Was meine ich damit? Bei der Kniebeuge ist der Rumpfübertrag von bewegender Muskulatur zum Gewicht. Das heißt, dein Oberkörper ist ja zwischen Stange und zwischen deiner bewegenden Muskulatur, das heißt deinen Beinen, deinem Arsch etc. pp. Deinem Becken. Der Rumpf, also deine Bauchmuskulatur, deine Rückenmuskulatur, die können das Becken kippen. Gleichzeitig kann aber auch deine bewegende Muskulatur, das heißt deine Hüftbeuger und vor allen Dingen dein Hüftstrecker, das heißt dein Hintern, dein Becken kippen. Was jetzt viele machen, ist, sie versuchen irgendwie über den Hintern, indem sie den Hintern anspannen, dort eine Stabilität ins Becken reinzubringen. Das Problem ist aber, der Hintern ist primär bewegender Muskel bei der Kniebeuge. Und wenn dein Hintern versucht, irgendwas zu stabilisieren, er muss ja wie bei einem Curl
Dehnung und Anspannung. Er muss ja locker gehen und kontrahieren. Er kann ja nicht irgendwie das Becken stabilisieren. Deswegen ist es immens wichtig, dass du von vornherein lernst, das Becken nur über den Rumpf zu stabilisieren, damit, weil an deinem Becken setzt deine bewegende Muskulatur an, damit die bewegende Muskulatur einen festen Ankerpunkt hat, damit der Hintern wirklich Hüftstreckung ausführen kann, ohne dass das Becken so eine Scheiße macht. Das siehst du immer, wenn die Leute runtergehen und dann knickt das Becken weg, runterrücken, Hohlkreuz, runterrücken, Hohlkreuz. Wir wollen einen annähernd neutralen Rumpf haben, wenn wir schwer beugen, weil nur dann kann auch wirklich die bewegende Muskulatur einen festen Ankerpunkt haben und auch wirklich maximales Gewicht bewegen. Und deswegen ist der zweite Tipp oder der zweite Schritt, den wir uns angucken, ein sauberer Goblet Squat. Hier lernst du, deinen Rumpf unabhängig von deiner Hüfte und deiner bewegenden Muskulatur zu stabilisieren und zu bewegen. Was wir dafür machen, ist, du nimmst dir wieder deinen Hüft- bis Schulterbreitenstand, nimmst dir eine Kettlebell, nicht weit vom Körper weg, sondern nah in deinem Körperzentrum. Du kannst damit das Gleichgewicht manipulieren. Das soll ja einer Kniebeuge ähnlich sein. Das heißt, die Kettlebell nah an dir dran. Und jetzt lernst du erst einmal deinen Rumpf zu kontrollieren über Bauch- und Rückenmuskulatur. Primär, dein Fokus sollte sein Bauch. Kipp dein Becken zu dir, Rundrücken. Kipp dein Becken weg, Hohlkreuz. Kipp dein Becken zu dir, Rundrücken. Kipp dein Becken weg, Hohlkreuz. Kipp dein Becken in die Mitte, neutrale Position. Halte es dort, spann den Rumpf an. Also spann richtig an, neutrale Position, aber kontrolliert über den Bauch. Und jetzt gehst du in einen Goblet Squat. Das heißt, während du das jetzt hältst, gehst du in eine Kniebeuge, wie du es vorher schon geübt hast. Du kommst ja jetzt an deine Kniebeuge, das heißt, du schiebst jetzt die Knie nach vorne, öffnest die Hüfte und gehst in eine Beinbeugung und in eine Hüftbeugung bei neutralem Rumpf. Das heißt, was passieren wird, dein Oberkörper muss mit nach vorne gehen. Hab keine Angst, geh wirklich mit dem Gesicht Richtung Boden, weil wenn du eine Hüftbeugung machst und du gehst nicht mit dem Kopf tendenziell mehr Richtung Boden, dann bleibst du aufrecht und dann streckst du wieder die Hüfte und hältst die Rumpfspannung nicht. Das heißt, du öffnest wieder den Rumpf. Das kann man später zwar tendenziell machen, aber jetzt am Anfang, wenn du es lernst, möchte ich, dass du den Rumpf zu 100% angespannt hältst und sich dort nichts bewegt. Das heißt, wir üben das nochmal, du gehst nochmal hoch, Becken kippen, hin und her, Kontrolle reinbekommen, Becken neutral, über den Rumpf stabilisiert und du gehst in einen Goblet Squat und hältst die Spannung. Das heißt, was ich nicht sehen möchte, ist ein Einrunden vom Rücken. Was ich nicht sehen möchte, ist eine Veränderung im Rücken. Was ich nicht sehen möchte, ist ein Überstrecken im Rücken, sondern einen annähernd neutralen Rücken. Klar, da kann eine leichte Bewegung drin sein, alles gut, aber annähernd neutrale Bewegung und die Bewegung kommt aus dem Arsch und aus den Beinen. Wir lernen den Goblet Squat. Hierbei achtest du natürlich auch darauf schon, dass die Knie neutral ungefähr über die Füße laufen, dass die nicht nach innen knicken, nicht nach außen knicken, sondern dass quasi Fußspitzen leicht nach außen zeigen, Knie zeigen über die Füße, Hüfte folgt und du versuchst, deine Hüfte und deine Beine gleichzeitig mit Gewicht zu beladen bei neutralem Rumpf. Und das übst du erstmal. Über mehrere Einheiten übst du den Goblet Squat und übst deinen Rumpf neutral zu halten, während deine Hüfte alle möglichen Sachen an Bewegung macht und Gewicht bewegt. Und wenn das drin ist, kommen wir zum nächsten Schritt. Denn wir haben ja jetzt noch gar nicht über Atmung gesprochen. Du hast bis jetzt, vielleicht hast du es schon gemacht, Pressatmung, vielleicht hast du aber auch ganz normal geatmet wie beim Bankdrücken und da spricht auch erstmal nichts gegen. Du musst in der Lage sein, deinen Rumpf zu stabilisieren, auch ohne dass du irgendwie einatmest wie so ein... Aber um natürlich am Ende das Maximum rauszuholen, musst du Rumpfatmung bzw. Bauchatmung perfektionieren. Wie machen wir das? Also du hast gerade schon gehört, wir atmen tief ein und zwar wie folgt. Du musst lernen, über dein Zwerchfell Luft, also über deinen Bauch Luft einzuatmen. Sieht wie folgt aus. Du atmest aus, machst erstmal Platz. Und dagegen, dann schließen wir den Kehlkopf und dagegen spannen wir an. Und du siehst, am Anfang neigt sich nicht mein Oberkörper nach oben. Oder ich gehe in ein Hohlkreuz oder sonstiges, sondern am Anfang atme ich in den Bauchraum rein. Das heißt, ich fülle die Lungen nach unten, indem ich das Zwerchfell nach unten ziehe. Das ist eine Koordinations- und Übungssache. Wenn du am Anfang Probleme damit hast und du atmest so, und du siehst, wenn ich nur über die Brust atme, ist hier Schluss. Und wenn ich über den Bauch atme, hast du eben gehört, da ist so viel Potenzial drin und das musst du lernen. Um das zu lernen, ist es am einfachsten, du legst dich hin und versuchst wirklich, legst dir ein leichtes Gewicht auf den Bauch, in den Bauch reinzuatmen. Dort ist richtig viel Luftvolumenpotenzial. Wofür benötigen wir das? Gegen dieses Bauchvolumen können wir am Ende dann anspannen. Das heißt, wir pumpen richtig Luft hier rein in die Lungen und dann boom, verschließen wir den Kehlkopf und spannen mit unserem neutralen Rumpf, den wir ja vorher schon trainiert haben, die Bauchmuskulatur dagegen an und das macht deinen Rumpf richtig fest.
solid. Dann hast du so viel Stabilität, das ist quasi wie ein Gewichthebergürtel, den du dir nochmal umschnallst. Das gilt es natürlich dann auch zu lernen. Du musst nicht so ganz viel Maximaldruck gehen, aber so viel Druck, wie du benötigst, um dich stabil und ready genug für die nächste Rep zu fühlen. Und auch das, wenn das drauf hast, also wenn du einatmen kannst, übst du das erst einmal mit einem Goblet Squat. Und wenn du den drauf hast, dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Kniebeuge. So, und der große Vorteil ist, du hast eigentlich jetzt schon alle Arbeit gemacht. Diese Sachen, die ich gerade erklärt habe, das sind die Sachen, die meisten einfach nicht machen. Eine gute Grundlage schaffen vor der Kniebeuge, wissen, wie sie ihren Rumpf kontrollieren, wissen, wie sie unten rausbeugen, Pressatmung, all das kommt dann irgendwann, so wenn die Technik komplett scheiße ist schon bei der Kniebeuge. Für dich kommt jetzt ein wichtiger Punkt. Bei der Kniebeuge liegt die Stange nachher im Nacken. Und das ist oftmals noch der Punkt, wo viele dazu tendieren, das, was wir eben hatten, neutraler Rumpf, über den Haufen zu werfen und zu strecken, weil die Stange ja im Nacken liegt. Das ist der einzige Punkt, auf den wir jetzt gleich achten werden. Und wir gehen jetzt wie folgt dran. Du greifst die Stange so eng wie möglich, so breit wie nötig. Du kannst sie auch erstmal etwas breiter greifen. Du musst jetzt noch nicht auf Performance orientiert hier irgendwie agieren. Greif die Stange so, wie du angenehm runterkommst und wir machen eine halber Kniebeuge. Das heißt, du legst die Stange auf deinem oberen Trapez ab, einfach um eine Kniebeuge zu lernen. Du kannst nachher auch eine Lower-Kniebeuge machen. Im Prinzip ändert sich nichts. Bei der Lower-Kniebeuge legst du die Stange zwischen der hinteren Schulter und dem Trapez ab. Du wirst nachher etwas vorgebeugter stehen, damit sie nicht runterrutscht. Bei der Halber-Kniebeuge legst du sie eben auf dem oberen Trapez ab. Was helfen kann, ist, wenn du am Anfang deine Schulterblätter so ein bisschen nach oben schrackst, dass du auch wirklich ein Polster hast, wo du die Stange drauf ablegen kannst. Aber wir gehen jetzt wie folgt dran. Du hast die Stange vor dir, du greifst deinen Griff breiter als schulterbreit, so dass es für dich nachher angenehm ist. Hat jetzt erstmal nicht so viel Wichtigkeit. Wie gesagt, so eng wie möglich, so breit wie nötig, dass du keine Schmerzen hast, wenn wir nachher so ein bisschen das maximieren wollen. Aber erstmal greifst du die Stange, du gehst unter die Stange und runter, legst sie auf dem Trapez ab. Und bevor du die Stange raushebst, du stellst dich jetzt erstmal hüftbreiter drunter, Hüft bis schulterbreit. Die ist auf einer Höhe, wo du nachher nur noch deine Hüfte durchschieben musst und dann steht die Stange. Du musst jetzt nicht so weit hoch rausheben oder du musst dich auf die Zehenspitzen stellen. Die hat eine Höhe, so ungefähr 5 bis 10 Zentimeter unter deiner eigentlichen Höhe. Was du dann machst, ist, du gehst runter, du machst das Gleiche mit dem Rumpf, hin, vor, zurück, neutrale Position, spannst den Rumpf an und jetzt streckst du die Hüfte und die Knie, also die Beine und die Hüfte streckst du jetzt, um die Stange rauszuheben. Dein Rumpf ist hier schon neutral, damit das direkt drin ist. Dann nimmst du einen Schritt nach hinten und 2, 3 Kontrollschritte zur Seite, bis du deinen Stand gefunden hast. Hüft bis Schulter breit, Füße leicht nach außen rotiert. Und jetzt machst du das, was du eh schon gelernt hast. Du musst nur darauf achten, dass du nicht dazu tendierst, jetzt zu überstrecken oder aufrecht bleiben zu wollen, weil du eine Stange im Nacken hast. Das machen nämlich viele. Was du jetzt machst, ist, du spannst an, atmest ein, spannst wieder an, ziehst den Brustkorb ganz normal, neutral runter und gehst jetzt in deine Kniebeuge. Achtest dabei darauf, dass du nicht viel mit dem Rumpf machst, dass der neutral bleibt und dass die Bewegung wirklich aus der Bein- und Hüftmuskulatur kommst und du beugst hoch, atmest aus, atmest wieder ein, machst deine nächste Wiederholung oder oben bist, atmest du wieder aus oder bei der Hochbewegung kannst du ausatmen und so führst du deine Kniebeugen aus. Und hierbei achtest du einfach darauf, dass du die Punkte umsetzt, die ich dir davor erklärt habe. Neutraler Rumpf, Bewegung kommt aus der Hüfte, dein Oberkörper geht Richtung Boden, sodass du eben nicht überstreckst oder versuchst aufrecht zu bleiben. Du musst natürlich viele Reps machen, um dich jetzt erstmal dran zu gewöhnen, aber im Prinzip bist du jetzt ready, um besser zu werden in der Kniebeuge, stärker zu werden in der Kniebeuge und mit dieser Technik an deiner Kniebeuge zu arbeiten. Und du bist hoffentlich jetzt so intelligent, nicht so schnell jetzt so viel Gewicht drauf zu packen, dass du in deine alten Muster reinfällst und genau dieses Muster wieder raustrainierst. Daher würde ich dir auch zu Beginn empfehlen, dich wirklich noch sehr penibel an diese Schritte zu halten. Sobald du fortgeschrittener wirst, kannst du natürlich auch gewisse Faktoren lockerer lassen oder den Rumpf auch mal, wenn es für dich angenehmer ist, sich ein bisschen bewegen lassen. Aber sei dir bewusst, dass das hier immer die Grundbasis ist und bleiben wird. Und vielleicht auch, wenn du irgendwann mal Probleme hast in deiner Beuge, das kann sich mit dem Verlauf nämlich nochmal entwickeln. Komm immer wieder zurück zu diesem Video. Neutrale Gelenke, neutraler Rumpf, das ist die Ausgangslage und wird immer die beste Kniebeuge bleiben. Die Kniebeuge, in der die Hüfte und die Knie sich selbst stabilisieren, in der der Rumpf vernünftig stabilisiert ist. Das ist einfach King. Und wie du vielleicht gemerkt hast, haben wir jetzt auch nicht viel über Griffbreiten oder Standbreiten noch philosophiert, weil diese Punkte halt einfach nicht so wichtig sind. Das sind die letzten, das sind nicht mal Prozent. Wenn du so greifst, wie es für dich angenehm ist und wie du dich am stabilsten fühlst, wunderbar, damit kannst du ein bisschen rumexperimentieren. Mit deinem Stand kannst du ein bisschen rumexperimentieren, so Hüft- bis Schulterbreit irgendwie so in der Region. Du kannst hüftdominanter beugen, quaddominanter beugen. Ich würde dir am Anfang aber einfach was Neutrales empfehlen und immer kontrolliert, nicht so krass reinbouncen und die Spannung
Ahnung verlieren. Aber ich denke, wenn du das Video jetzt gesehen hast, dann hast du das drauf. Und ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung die Kniebeuge nochmal näher bringen, nochmal vor Augen führen, was sind wirklich die wichtigen Punkte und dir, das war ja das Ziel, so schnell wie möglich eine perfekte Kniebeuge beibringen.